Ich grüße euch alle und herzlich willkommen zu unserem In the File heute. Es geht heute um Canyon Bicycles, Kollaboration, Komponenten und Carbonfasern. Ein paar Infos vorneweg. Der Livestream wird aufgezeichnet und später hochgeladen auf youtube.com/figma-design. Benutzt gerne den Q&A-Button für Fragen während des Livestreams. Wenn ihr nämlich in den Chat schreibt, dann sehen wir das nicht ganz so gut. Mit der Q&A-Funktion können wir da sicherstellen, dass wir all eure Fragen auf jeden Fall sehen und dann hoffentlich auch beantworten können. Ich habe es gerade schon gesagt, für diejenigen, die gerade neu dazugekommen sind, setzt euren Chat auf Everyone, der standardmäßig auf Panelists and Hosts gestellt. Und zu guter Letzt, seid nett zueinander. Wir haben einen Code of Conduct, den findet ihr auch unter figma.com/Code of Conduct. Noch ein paar zusätzliche Infos. Zukünftige Livestreams findet ihr unter figma.com/events. Und wenn ihr Feedback oder Vorschläge oder Ideen habt zur heutigen Session oder auch zu anderen Sessions, dann schreibt uns die gerne an community@figma.com. Damit geht es auch schon zu mir. Wer bin ich? Ich bin Sebastian. Ich bin Designer Advocate bei Figma. Ich habe vorher einige Jahre lang als Produktdesigner gearbeitet und habe da ein bisschen Erfahrung sammeln können. Und jetzt bin ich bei Figma dafür zuständig, euch, Designteams, anderen Stakeholdern das Leben mit Figma ein bisschen zu vereinfachen und euch dabei zu helfen, wie ihr in Figma arbeitet und wie ihr Designsysteme zum Beispiel aufbaut. Ganz nebenbei hoste ich noch so tolle Livestreams wie diesen hier und freue mich immer über ganz spannende Gäste. Und da kommen wir natürlich auch direkt zu unserem Livestream von heute. Heute geht es, wie gesagt, um Canyon Bicycles, Kollaboration, Komponenten und Carbonfasern. Und dafür begrüße ich ganz herzlich unseren Gast heute, den lieben Thomas Stratmann. Der ist Digital Product Designer bei Canyon Bicycles und in seiner Freizeit fährt er natürlich auch leidenschaftlich gerne Fahrrad. Hallo Thomas. Hallo, hi. Ich hoffe, dich sehen jetzt auch alle. Genau, und damit würde ich einfach mal an dich übergeben für das heutige Thema. Okay, perfekt. Vielen Dank, Sebastian. Ich hoffe, ihr könnt meinen Screen jetzt sehen. Ich denke schon. Perfekt, super. Also, damit nochmal herzlich willkommen zum heutigen In the File mit Canyon Bicycles. Kleine Übersicht vorab. Ich werde als erstes ein bisschen Canyon vorstellen und was dazu erzählen, wie wir mit Figma arbeiten und was die Software bei uns für eine Rolle spielt. Und anschließend habe ich dann zwei Case Studies vorbereitet, bei denen es in the file geht. Zu mir selbst vorab. Ich bin Thomas. Ich lebe seit 7 Jahren in den Niederlanden. Bin hier ursprünglich hingekommen, um an der Design Academy in Eindhoven meinen Master zu machen und habe dann im Anschluss bei Canyon in Amsterdam quasi meinen Traumjob gefunden, denn Fahrradfahren war schon immer ein sehr integraler Bestandteil meines Lebens. Ich bin ursprünglich aus der Kleinstadt, wo so ungefähr einmal die Stunde der Bus fährt. Und das Fahrrad ist da halt einfach ein ja, sehr wichtiges Fortbewegungsmittel. Ich habe dann schon in meiner Jugend angefangen, Radtouren zu machen, über mehrere Tage, mehrere Wochen, gemeinsam mit Freunden, weil, naja, zu Zeiten, wenn man noch so auf Taschengeld angewiesen ist oder generell noch nicht so viel Geld hat, ist es eine sehr günstige Form des Urlaubs oder eine sehr günstige Form, Urlaub zu machen. Es ist aber auch was ich heute noch sehr, sehr gerne tue, weil es nun mal auch etwas ist, bei dem man sehr große Autonomie beim Reisen hat und sehr nah an Land und Leuten ist. Und außerdem ist man die ganze Zeit draußen und verbringt seine Zeit nicht auf der Autobahn in irgendeinem Bulli. Ich bin nicht sicher, ob ihr das hier erkennt. Das Foto habe ich als letztes gewählt, weil ich denke, es verbildlicht ganz gut. Meine beiden Leidenschaften für Design und Radfahren. Es ist mein Canyon Grizzle, was ich fürs Bikepacken benutze vor dem Bauhaus in Dessau. Und als ich diese Fotos mit meinen Kollegen neulich geteilt habe, hat einer ganz gut eine schöne Gemeinsamkeit herausgestellt. Er hat erwähnt, dass meine Taschen immer so sauber gepackt sind, auch im Verlauf dieser ganzen Touren. Und ich denke, da zeigt sich schön die Gemeinsamkeit zwischen Bikepacken und User Interface Design, da ja für beides ein sehr hohes Maß an Organisation erforderlich ist und man eine gute Raumplanung haben muss.
Jetzt zu Canyon. Das hier ist der Gründer von Canyon Bicycles, Roman Arnold, der in jungen Jahren selbst auch, oder fährt auch heute noch Rennrad, aber in jungen Jahren hat er das auch sehr professionell getan. Und wie so viele Erfolgsgeschichten hat auch die von Canyon in einer Garage begonnen. Denn während Roman Rennen gefahren ist, hat sein Vater am Streckenrand Fahrradteile verkauft. Und ja, aus dieser Garage ist das heute größte D2C-Fahrradunternehmen geworden. Wir haben das Headquarter in Koblenz hier, dazu auch die Niederlassung in Kalifornien oder hier in Belgien. Und dann seht ihr oben mittig das Team aus Belgien, die Kollegen aus Belgien, die wie sehr viele von uns natürlich auch selber sehr leidenschaftliche Fahrradfahrer sind. Und es macht halt einfach sehr viel Spaß, wenn man, naja, wenn man ein Produkt, ein physisches Produkt entwickelt und baut und das selber aktiv nutzt. Und naja, diese Liebe zum Detail und diese ganze Euphorie, die fließt natürlich in jedes Fahrrad ein. Hier die Kollegen aus der Fertigung in Koblenz, die Fahrräder dort assemblen, zusammenbauen. Anschließend wird jedes Fahrrad auch einmal in der Factory Probe gefahren und dann kommt es in die Box für den Versand. Bevor es wirklich in die Box kommt, passiert natürlich noch eine ganze Menge mehr. Es wird sehr viel Pionierarbeit geleistet, viel Zeit in Forschung, Innovation und Entwicklung von beispielsweise Carbonrahmen gesteckt, die genauso wie Autos im Windkanal getestet werden und immer weiter optimiert werden, um eben bessere Performance zu ermöglichen. Eine Sache, die mir bei Canyon hier sehr gut gefällt, ist, dass natürlich neben vielen Ingenieuren oder Leuten, die halt eher digitale Jobs haben, wie ich, ist natürlich auch sehr, sehr, sehr viel Handwerk und Handarbeit gibt und man die unterschiedlichsten Berufe unter einem Dach hat. Und dazu natürlich die Athleten, die die Marke repräsentieren, Pro-Amateursportler, die mit Rennrädern oder Downhill-Mountainbikes, Gravel-Mountainbikes auf so allen möglichen Oberflächen unterwegs sind. Und diese viele Arbeit führt natürlich auch regelmäßig zu beachtlichen Erfolgen, wie beispielsweise im letzten Jahr, als Annemiek van Vleuten die Siegerin der Tour de France der Frauen in Paris geworden ist. Jetzt zu unserem Team. Wie ich gerade schon angedeutet habe, ja, gibt es sehr, sehr viele Fahrräder bei Canyon. Dementsprechend gibt es auch sehr viele Fahrradfahrer, sehr viele, sehr unterschiedliche Fahrradfahrer und damit ein sehr großes User-Spektrum. Sprich, wir müssen Jugendliche, die Downhill-Mountainbike fahren, genauso ansprechen wie Silversurfer, die auf ihrem E-Bike unterwegs sind. Und das macht Canyon seit jeher als Direct-to-Consumer-Brand. Sprich, es gibt bei uns keinen Middleman. Wir stellen die Fahrräder her und verkaufen sie direkt. Wir haben keine Händlerstruktur. Sprich, wir haben nur einen Verkaufskanal und das ist unsere Website. Wir können darüber die Fahrräder ein bisschen günstiger anbieten als die Konkurrenz. Und naja, um es mit den Worten unseres Gründers zu sagen, seine Motivation ist es gewesen, Performance zu demokratisieren, sprich den Fahrrad-Pro-Sport einer wesentlich größeren Gruppe an Menschen zugänglich zu machen, als halt nur Pro-Athleten. Das war ein Slide zu schnell. Wie gesagt, wir haben nur diesen einen Verkaufskanal, unsere Website, was meinen Job, unseren Job als Designer noch wesentlich spannender und interessanter macht. Denn ich denke mal, jeder, der schon mal eine Hose online gekauft hat, der weiß, wie schwierig das sein kann. Und wenn man bis zu 10.000 Euro für so ein Fahrrad auf den Tisch blättert, dann ist es natürlich wichtig, dass man der Marke vertraut, dass die Marke eine sehr gute Reputation hat und man auch einfach für Qualität steht. Hier unser Team. Ups. So, Entschuldigung, das hat gerade gehakt. Das ist unser Team, mit dem wir diese Website bauen, unser Digital Experience Design Team. Das ist komplett remote aufgestellt. Das heißt, die Leute, die in Koblenz oder Amsterdam leben, die können da natürlich auch ins Office gehen.
Wir haben einen sehr internationalen Background, wie ihr sehen könnt. Strukturiert ist das Team in 4 Säulen. Es gibt einmal UX und UI-Design, das ist klar separiert, arbeitet natürlich Hand in Hand. Und dann gibt es das Bike-Lounges-Team und die Content-Designer und unseren Design-Operations-Manager, ohne den wir wahrscheinlich alle ein bisschen verloren gehen würden. Ich denke, wir sind sehr stolz auf dieses Team, das sehr, sehr, sehr viel Expertise in-house hat und wir nicht auf externe Agenturen angewiesen sind. Und ja, ich denke, das liegt daran, dass, ja gut, wir sind, ich sag mal, die Hälfte von uns sind auch sehr eifrige Radfahrer. Generell stellen wir unsere Leute aber nicht danach ein, wie gut sie Fahrrad fahren können, sondern natürlich, welche Design-Skills sie haben. Eine Designerin, die ich kurz hervorheben möchte, eine UX-Designerin unten links, ist Muse Chang. Die hat nämlich diese ganzen Memojis gebaut. Jetzt komme ich zu der ersten Case Study, zum ersten in the file. Und das ist der Launch des neuen Canyon Ultimate Rennrads aus dem letzten Herbst. Und daran gearbeitet hat, wie der Name schon sagt, das Bike Launches Team. Die sind bei uns ein bisschen unabhängig von den anderen UX- und UI-Designern und beschäftigen sich nur mit dem Launch der vielen dutzenden Fahrräder, die im Jahr neu aufgelegt werden und veröffentlicht werden und arbeiten hier mit im digitalen Umfeld eben an jedem dieser Product Launches, gemeinsam mit Brand Managers, Store Managers. Die Brand Manager sind am Anfang für Konzept und Idee häufig verantwortlich. Dann gibt es die Content Designer, Fotografen, die die Inhalte liefern und die Store-Manager, die das Ganze am Leben halten und entsprechend mit Inhalten füttern und natürlich die Directors, die den ganzen Spaß absegnen. Ich, so grob funktioniert das Ganze von links nach rechts, aber ich habe extra die kleinen Vor- und Zurückpfeile eingefügt, weil das natürlich ein fließender Prozess ist, durchgängig in Figma, ja, wo die unterschiedlichen Parteien beitragen. Ich glaube, eine Frage hatten wir gerade nebenbei, wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, weil du das Team gerade gezeigt hast. Und zwar, wie trennt ihr effektiv UX und UI-Design, weil du das ja auf dem Team-Slide so genau gezeigt hattest. Wie macht sich das im Alltag und Arbeitsablauf bemerkbar? Ja, das ist, also wie gesagt, wir arbeiten in der Regel an jedem Projekt immer einen UX und einen UI-Designer gemeinsam. Manchmal gibt es auch sehr kleine Projekte, da braucht man nicht unbedingt einen UX oder vice versa, nicht unbedingt einen UI-Designer. Aber ich, ja, um es einfach zu sagen, ich denke mal, die UX-Designer arbeiten als erstes daran und machen sich Gedanken, wie die Dinge funktionieren sollen. Und dann wird das, geht es zu dem UI-Designer, der sich überlegt, wie das Ganze aussieht. Und das geht natürlich dann immer ein bisschen Ping-Pong vor und zurück und man informiert sich gegenseitig und so entwickelt man das. Aber es ist halt nicht so diese, wie man das ja häufig hat, so, keine Ahnung, wenn ich manchmal Stellenausschreibungen sehe und da steht so UX, UI irgendwie so mit so einem Schrägstrich nur getrennt, da weiß man dann schon immer nicht so richtig, wer eigentlich was macht. Das ist bei uns Gott sei Dank sehr klar organisiert. Cool, danke dir. Ja, also hier fange ich mal an mit dem Launch des Canyon Ultimates. Das ist, ich habe an diesem Projekt nicht selber gearbeitet. Wie gesagt, ich bin nicht in diesem Bike Launches Team. Wir wollten euch das aber trotzdem gerne zeigen, weil das natürlich sehr, sehr viel Arbeit und viel von Canyon ausmacht, die jeweiligen Fahrradveröffentlichungen. Ich habe dafür von den Kollegen einen File bekommen, der ein bisschen aufgeräumt wurde. Ich zeige euch nachher aber auch noch, wie das wirklich manchmal aussieht. Das ist natürlich nicht immer so sauber und ordentlich. Das habe ich aber auch getan, damit es einfach für mich einfacher ist, um das zu präsentieren. Grundsätzlich ist das in 4 Phasen aufgeteilt. Und das erste Homepage Scrum, da geht es halt einfach ein bisschen um Konzepte und Ideen und Visualisierung. Da waren noch wesentlich mehr Referenzen drin. Ich habe jetzt mal einfach nur so 2 drin gelassen von Ferrari und Rolex. Da sieht man natürlich schon anhand der jeweiligen Produktgruppen in, ja, welchen Preiskategorien sich auch ein Teil der Fahrräder von Canyon bewegt. Und naja, hier wird halt einfach wirklich Content-Block-mäßig probiert. Was sind Videos, was sind statische Inhalte, wo kommen Grids zum Einsatz?
Dieses eine Foto, was ihr hier jetzt ganz oft seht, das ist einfach nur in unserer Standardkomponente der Placeholder. Das wird gleich noch verschwinden. Aber ja, deswegen ist es halt zum großen Teil immer dieses Fahrrad. Hier dann halt die Übersetzung von Rolex. Da sind dann halt auch schon erste Post-it-Notes, von denen gibt es in der Regel, kleben da auch noch immer ein paar mehr drin, wo aber dann halt schon angezeigt wird, okay, was sind Videos, Call-outs, was sind ja in diesen Slidern, was ist da verlinkt und dann hier unten wieder ein Videoinhalt beispielsweise. Und dann sind hier so vier erste Drafts von ja, der Anordnung der jeweiligen Content-Blocks her. Das hier ist leer, ich habe es aber trotzdem drin gelassen. Es spielt bei dem zweiten Projekt noch eine Rolle. Das ist das New Component Design. Das war bei diesem Projekt nämlich tatsächlich nicht nötig, was ja sehr für unser Designsystem, sehr für Figma spricht, da wir tatsächlich in der Lage waren, diesen sehr großen Bike Lounge mit komplett bereits existierenden Komponenten zu machen. Hier in der Phase 3 ja, geht es jetzt quasi wirklich an die User Journey, an die Struktur. Dazu gibt es, das sind jetzt jeweils die unterschiedlichen, ja, natürlich die Hauptseite, die Homepage, aber halt auch die Subpages, die auf denen jeweils dieses Fahrrad, dieses Ultimate überall angepriesen wird. Was man hier, also wie gesagt, das ist die Homepage, die World Page, die World, in der wir uns bewegen, da gibt es bei Canyon verschiedene. Kann ich hier mal kurz zeigen. Es gibt Road, also Rennräder, dann gibt es Gravel-Fahrräder. Die sind nochmal ein bisschen, die sind so ein Zwischending. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie perfekt alle über Fahrräder informiert sind. Die sind so ein Zwischending zwischen ja, Mountain und Rennrad. Dann gibt es E-Bikes und Hybrid-Fahrräder. Und also hier sind wir jetzt quasi auf der World-Page für Rennräder. Da gibt es dann die Race, die Race-Kategorie, dann gibt es verschiedene Ride-Styles bei Rennrädern. Also es gibt zum Beispiel ja, Race, es gibt aber auch Endurance. Also es gibt auch Rennräder, mit denen man halt eher länger fährt als schneller. und so weiter. Da sieht man dann halt, wo das Ultimate lebt und wie diese Inhalte dann auch auf mobil übertragen werden. Wir designen naja, schon irgendwo mobile first. Das Interessante ist, dass wir haben mehr Side-Views über mobil. Am Ende kaufen die meisten Leute, wie gesagt, wenn man relativ viel Geld für so ein Fahrrad ausgibt, ist aber dann tatsächlich am Desktop. Sie besuchen unsere Seite häufig während des Tages, gucken sich das an, aber die Kaufentscheidung und die Purchase Journey wird dann häufig eher zu Hause am Desktop gemacht. Es spielt also beide Oberflächen eine sehr große Rolle. So, und jetzt zu dem finalen, am interessantesten Part, das, wie gesagt, während man hier noch wieder häufig nur so dieses Berg-Image sieht, sind hier jetzt wirklich die finalen Inhalte drin, neben der Journey von der Homepage bis zur finalen Product Detail Page oder Product Listing Page. Hier ist auch noch die Navigation jetzt mit drin, weil halt auch, ne, das Fahrrad entsprechend in der Navigation zu finden sein muss und dort auch jeweils mit bestimmten Bildern repräsentiert ist. Und ich habe jetzt mal einmal hier oben, wie schon gesagt, das ist nicht immer alles so sauber, ja, mal ein bisschen einen Eindruck zu geben, wie viele Kommentare, ich darf das nicht alles so öffentlich zeigen und was da halt so teilweise für Anfragen drin sind und so weiter. Da können halt auch ein paar Firmeninterner drinstehen. Deswegen habe ich hier halt einfach nur so High-Level-Screenshots gemacht von verschiedenen Bike-Lounges, wo man halt schon sehen kann, dass da sehr viel Austausch, sehr viele Notizen drinstehen und diese Kommunikation auch alles in Figma läuft. Wenn ich jetzt hier runtergehe, habe ich mal so vereinzelt Kommentare, halt also Screenshots von Kommentaren hier jetzt eingefügt, um zu zeigen, wo man jetzt halt zum Beispiel sieht, die unterschiedlichen Leute. Die Janina ist ein Merchandiser für Gear-Produkte, wird im nächsten Projekt auch noch interessant, aber
Die hat natürlich ein Interesse daran, dass neben diesem Rennrad auch die entsprechenden Produkte, die man dazu anhat, entsprechend angepriesen werden. Hier dann auch wieder Hinweise auf, ob das Videoinhalte sind oder statische Inhalte, insgesamt, wie sich das in der Struktur der Seite verhält. Hier können dann halt auch schon mal ein bisschen längere Diskussionen werden. Hier ging es einfach ursprünglich, ich habe das immer ein bisschen unterstrichen, was die wichtigen Sachen sind, um ein simples Renaming. Dann geht das aber weiter mit, wie funktioniert das mit Translations? Das muss man natürlich auch immer berücksichtigen. Der Shop funktioniert in vielen Sprachen. Wie sind da die Platzverhältnisse, gerade im Mobile-Bereich? Hier eine ganz simple Anfrage von Elisabeth, die auch sich um andere Roadbikes kümmert, nicht nur um das Ultimate, die hier natürlich auch entsprechend positioniert werden sollen, neben dem neuen Fahrrad. Dazu sieht man dann hier unten auch in dem Slider, wo halt wirklich genau angegeben wird, welches Fahrrad muss wohin, in welcher Farbe. Das wird natürlich schon alles sehr, sehr genau überlegt. Hier wird wiederum auch wird auf eine Unterseite rausgelinkt, da unterbrechen wir quasi die eigentliche Purchase Journey für dieses Fahrrad, was dann natürlich aber auch wichtig ist, dass das vernünftig funktioniert. Und hier zu guter Letzt Social-Media-Einbindung in diesem Slider, weil die Frage, wie werden YouTube-Inhalte oder Vimeo-Videos etc. gezeigt? Und ja, hier sieht man dann am Ende die finale Plattform-Page mit den finalen Bildinhalten, wie das Ultimate hier gezeigt wird. Dazu hat mir der Paolo und auch Nadia, die beiden aus dem Bike Launches-Team, dann aber auch noch mal ein bisschen gezeigt und ein paar weitere Fotos gegeben von diesem Kampagnen-Shoot. Also klar, bis diese Fahrräder so oder die einzelnen Bilder so entschieden werden, vergeht natürlich eine Menge Zeit und es wird viel rumprobiert, viele Shots, viel Spacing, wie gesagt, dass das alles responsive in den unterschiedlichen Größen vernünftig funktioniert, wird viel ausprobiert. Zu diesem Shoot hatte ich jetzt nicht gut, das sind halt wirklich alles schon die fertig geretouchten Bilder. Dazu hatte ich jetzt keine Behind-the-Scenes-Aufnahmen, aber da hat mir Nadia dann gezeigt, dass natürlich es auch ein bisschen Behind-the-Scenes-Shots gibt. Die stammen aus unserem eigenen Fotostudio und hier seht ihr, dass Canyon natürlich nicht nur Fahrräder verkauft, sondern wie gesagt auch eine Menge Zubehör und Kleidung. Und diese Fotos, wie gesagt, das wird auch alles in-house gemacht, von der Retusche, von der Produktion über die Retusche bis dann zum fertigen Banner für die Homepage. Ich möchte nur mal ganz kurz anmerken, dass ich mir bisher nie gedacht habe, dass da wirklich jemand steht und eine weiße Wand anpinselt. Oh doch. Ja, das ist allein das ist schon ein super Insight für mich aus der heutigen Session. Ja, doch, da passiert sehr viel. Sehr cool. Ich weiß gar nicht, kann ich gerade noch mal einhaken? Für gerade kannst ich du glaube, jetzt mit dem Projekt soweit fertig, jetzt kannst du gut einhaken. Sehr cool. Ich glaube, viele hatten sich gefragt, und das ist jetzt gar nicht so speziell auf das Projekt bezogen, aber es gab viele Fragen dazu. Arbeitet ihr nach Scrum oder welche Design-Sprint-Methodik benutzt bzw. lebt ihr? Das war eine Frage, die oft aufgekommen ist. Nicht nach Scrum. Also ich weiß nicht genau, wie es in diesem Team funktioniert, aber bei mir persönlich ist es tatsächlich immer sehr projektabhängig. Wir haben kein super strengen Framework, aber halt auch, wie gesagt, in dem Bereich, wo ich arbeite, ist eine sehr große Variety an unterschiedlichen Produkten gibt oder Features, die ich halt entwickeln muss. Da kann man schwierig immer so standardisierte Vorgänge anwenden. Ja, also ein bisschen eher ein Ad-Hoc-System quasi bei dir jetzt im Team, wo du arbeitest. Mhm. Cool.
Und dann hatten wir noch die Frage, wie habt ihr die Themen oder wie bindet ihr bei solchen Projekten die Themen User-Testing, A/B-Tests und Co. in den Workflow mit ein? Oh ja, das kommt im nächsten Projekt. Sehr cool. Dann sehr, sehr gute Frage. Das ist ja die perfekte Überleitung. Perfekte Überleitung, ja. Eigentlich hatte ich die Überleitung hier so schön, wie gesagt, von links nach rechts anders aufgebaut. Ja, jetzt, wie gesagt, geht es zum nächsten Projekt, an dem ich auch selber gearbeitet habe, zu der Quick-Add-Funktion auf Canyon.com. Daran habe, wie gesagt, ich als User-Interface-Designer gearbeitet und Natsumi hat das UX-Design gemacht. Annalena, unsere Product-Ownerin, hat das Ganze gemanagt. Und dann dazu hat es eine Menge Programmierer gegeben, die da auch sehr, sehr, sehr viel Mühe und Zeit reingesteckt haben. Ohne alle diese Leute wäre das nie so ein cooles und interessantes, spannendes, erfolgreiches Projekt geworden. Weil hier konnten wir so, also deswegen hatte ich das ja eben gezeigt, hier konnten wir so gut wie gar nicht auf existierende Komponenten zurückgreifen. Also ich sag mal, abgesehen von so ein paar Standard-Buttons und einer Standard-Product-Teil natürlich. Aber ansonsten ist diese Funktion komplett neu entwickelt worden. Und ja, das war meine eigentliche Überleitung von dem Shooting. Wie gesagt, Canyon verkauft nicht nur Fahrräder, sondern auch alles Mögliche, was da so mit dazugehört. Also von, keine Ahnung, Helm, Sonnenbrillen, Trinkflaschen, den Jerseys, Ersatzteilen für die Fahrräder. Ist das natürlich noch eine riesige weitere Produktwelt. Und ich denke mal, jeder, der hier im Call zuhört und Mountainbike fährt oder Rennrad fährt, der weiß, dass es bei diesem Hobby mit dem Fahrrad in der Regel nicht getan ist. Ups, das war schon einer zu weit. Damit, ich fange mal hier mit dem Prototypen an, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Das hier sind jetzt vier relativ unterschiedliche Produkte, sage ich nachher noch was zu. Aber worum es bei einer Quick-Add-Funktion primär geht, ist, dass man von der Product-Listing-Page direkt die Produkte in den Warenkorb legen kann. Dafür gibt es verschiedene Gründe, so ein Feature einzuführen. Ein Research-Punkt, den wir hatten, war zum Beispiel, dass User oft zu zögerlich sind, nur ein Produkt anzuklicken, weil sie dann auf die Product-Detail-Page kommen und bei der Rückkehr auf die Product-Listing-Page manchmal nicht wieder an die Stelle gescrollt werden, wo sie die Product-Listing-Page verlassen haben. Und das, ja, dadurch sind die dann halt schon hesitant, nur um überhaupt ein Produkt anzuklicken. Dann ist es halt schön, wenn man es direkt von der Product-Listing-Page schon in den Warenkorb legen kann. Es gibt natürlich Power-User, die, keine Ahnung, die würden jetzt Rechtsklick machen und das Produkt in einem neuen Tab öffnen. Das, ja, wie Testing gezeigt hat, machen aber auch schon nur sehr, sehr, sehr wenige. Sprich, ja, wir würden jetzt gerne dieses Produkt schon hier von der Product-Listing-Page so weit präsentieren und auch die Möglichkeit geben, dass man das konfigurieren kann, um dann in seinen Warenkorb zu legen. Sprich, ja, ich kann natürlich das immer noch anklicken und dann auf die Product-Detail-Page kommen und mir die ganze Lebensgeschichte dieses Produkts angucken. Wir wollen aber hier schon mal möglichst viel, wie zum Beispiel halt eine zweite Perspektive zeigen. Wir wollen die Möglichkeit geben, dass man hier die Farben schon auswählen kann. Das können bei einem Fahrradschlauch, den gibt es halt nur in Schwarz. Das können bei Kleidungsprodukten aber wesentlich mehr Farben sein. Dadurch gibt es hier halt schon ein interaktives Element, sage ich nachher auch noch ein bisschen was dazu. Naja, ansonsten kann ich hier die Farbe auswählen, sehe dann hier die Größenauswahl, wähle meine Größe und kann es direkt von hier in den Shopping Basket legen und dann öffnet sich bei uns die sogenannte Success Layer, sprich ich bekomme eine Bestätigung, was auch immer ich gerade gekauft habe und habe dann hier unten nochmal wieder den Other Riders Also Bought Slider, in dem ich dann auch wiederum also noch mehr Produkte anpreisen kann und den User entsprechend weitere Produkte in den Warenkorb legen lassen kann. Bei Schuhen funktioniert das Ganze, naja, also ich sag mal, die Funktionsweise ist immer die gleiche, aber wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, das sind alles genau diese vier Produkte, weil das bei denen allen so ein bisschen anders funktioniert. Hier seht ihr, haben wir ein ganz anderes Schuhgrößen-Grid als halt nur bei einem Jersey, was es nur in fünf Größen-Grid gibt, sprich, das nimmt alles wesentlich mehr Platz in Anspruch.
Und dazu funktioniert das Ganze natürlich auch noch auf Mobile. Hier seht ihr jetzt schon, steht schon hinten groß hinter User Testing. Also fürs User Testing haben wir das nur auf Mobile gemacht, weil das noch wesentlich, beziehungsweise wir haben es auch auf Desktop gemacht, aber der Fokus lag hauptsächlich auf Mobile. Weil, was ich schon vorher gesagt hatte, Fahrräder werden eher am Desktop gekauft. Diese Produkte werden aber auch viel einfach mobil gekauft. Mobil ist halt der Hauptunterschied, dass wir keinen Hover haben. Wir können also nicht dieses schöne Hoverfenster erzeugen, in dem die Leute das Produkt spezifisch auswählen können, sondern wir haben diese Zwischenlayer, die sich öffnet. Also jetzt bewegen wir uns in einem Modal, wo klar, hier kann ich mir weitere Perspektiven angucken, kann eine andere Farbe auswählen. Ich bin aber noch nicht auf der Product Detail Page. Da würde ich hinkommen, wenn ich auf Learn More klicke. Dann bin ich auf der Product Detail Page, ansonsten bin ich in dieser Zwischenebene. Kann hier jetzt auch wieder die Größe entsprechend auswählen und habe dann auch wieder die Success Layer auf Mobile, wo ich dann auch hier wieder noch ein Produkt anders auswählen kann. Jetzt habe ich den Schlauch genommen. Da seht ihr, sind es auch mehrere Steps. Da muss man halt einmal einen Durchmesser und eine Ventillänge auswählen. Ist nicht nur wie bei der Schuh, bei dem Schuh eine Größe. Und dann gibt es zum Beispiel hier das schöne Tubeless Kit, wo dann noch ein Dropdown drin ist, weil das halt, hier sieht man dann schon, da gibt es Varianten, wo die Texte so lang sind, dass man das halt nicht mehr in irgendwelchen kleinen Teils unterbringen kann. Und ich zeige euch das Ganze jetzt schon auf dem iPhone X Größe, glaube ich, ungefähr. Das geht natürlich noch runter bis auf iPhone SE, wo man noch weniger Platz hat. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, mit dem Bikepacken und UI-Design, alles was irgendwie mit besonders, ich habe irgendwie mal den Eindruck, dass ich am besten designe, wo ich am wenigsten Platz zur Verfügung habe. Das hier war für die Programmierer ein richtiger Spaß, dass man in einem Modal einen horizontalen Scroll hat mit einem Dropdown da drin und einem Dropdown, der eventuell bei manchen Produkten auch so lang ist, dass der dann wiederum noch einen vertikalen Scroll haben könnte. So, genug zu dem Prototypen. Jetzt in the file. Weil du gerade ganz kurz Programmierer aufgebracht hattest und das auch schon mehrmals im Chat gefragt wurde. Ihr habt Developer auch in-house, ne? Ja, die nicht alle. Da haben wir, ich weiß nicht genau, wie viele extern sind und wie viele intern. Ich glaube so grob 50-50. Arbeiten wir aber auch mit externen Dienstleistern zusammen. Alles klar, cool, danke. Ja. Hier einfach nur mal, um zu zeigen, wie der Prototyp halt so behind the scenes aussieht. Ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen, da sind halt teilweise auch Micro-Interactions drin animiert. Teilweise ist das einfach nur Direktklick, neuer Screen. Aber bei manchen Dingen muss man halt auch den Programmierern zeigen, wie man sich das genau vorstellt und wie das animiert sein soll. Dazu gibt es dann halt ja Komponenten von diesen vier jeweiligen Produkten. Und in denen dann halt auch die einzelnen Unterschritte als Varianten angelegt sind und dann komplett durchanimiert und dann in dem finalen Prototypen leben. Hier das Ganze für mobil. Ihr seht ja auch, da hat es auch noch einen zweiten Test zugegeben. Ganz am Anfang steht aber natürlich die Research, UI Research, also extra, es gibt natürlich, ganz am Anfang steht UX Research, dann gibt es aber auch UI Research, die ich halt als User Interface Designer mache, wo ich mir angucke, ja, wie funktioniert das auf anderen Websites. Da ist zum Beispiel schon mal interessant zu sagen, dass keiner unserer Konkurrenten hat diese Funktion und auch nur sehr wenige andere große Player. So eine North Star-Referenz, die wir am Anfang immer hatten, war On-Running. Da hieß es dann von den Stakeholdern immer, guck mal, wie toll die das machen und so hätten wir das auch gerne. Naja, und dann fängt man da so dran an zu arbeiten und merkt dann halt irgendwann, naja, wir verkaufen halt nicht nur Schuhe. Und wenn man nur On-Running verkauft, auch noch ein paar andere Produkte, aber wenn man halt hauptsächlich nur eine Produktgruppe verkauft, ist das wesentlich einfacher. Also ich habe mir das ein bisschen angeguckt, wie das bei den unterschiedlichen Seiten funktioniert. Das Interessante ist eigentlich hier unten, wo ich dann halt wirklich geguckt habe, okay, wie groß sind die eigentlichen Product Tiles, was sind die Touch Targets, wie funktioniert das auf Hover, wie ist die jeweilige Journey. Und dann seht ihr hier ganz rechts, das ist die kleine Product, also die kleinstmögliche Product Tile, die wir bei Canyon haben. Und da sieht man schon, wir müssen relativ viel Informationen auf sehr wenig Platz unterbringen.
Dann kann ich ja mal einmal den Playground zeigen. So, ich sehe Connections über Connections. in Bezug auf die Frage vorhin. Das sind jetzt natürlich viele kleine Sachen. Die Sachen, die hier im Playground sind, die teste ich nur für mich selber oder intern. Wie gesagt, dann halt auch mal mit einem UX-Designer oder schon mal mit einem Programmierer, dass man da drüber guckt. Aber da werden halt wirklich sehr, sehr viele kleine Elemente, Mikrointeraktionen, alles Mögliche getestet. Ich habe gleich noch ein Design im Detail, ein Beispiel im Detail. Das waren jetzt nicht alles User-Tests, aber ja, das machen wir halt auch in-house und ja, versuchen halt wirklich so gut wie möglich im Vorfeld herauszufinden, ob alle Komponenten vernünftig funktionieren. Das hier ist jetzt die eine Komponente, auf die ich vielleicht mal gerade das Augenmerk legen würde. Das ist, wie eben schon angedeutet, dieser Color Swatch Slider. Sprich, der wird im Default, zeigen wir halt nur 4, ich glaube, es sind inzwischen 5, ich weiß es nicht mehr ganz genau, 4 Farben an und dann halt ein Plus X. Das liegt daran, dass, wie gesagt, das alles hier muss man sich ja jetzt auch im Responsive auf einer kleineren Breite vorstellen. Dann passt das natürlich alles nicht mehr so gut. Wir müssen aber immer mit bestimmte Mindestabstände einhalten, damit die Touch-Targets auch vernünftig funktionieren und die Leute da auch die entsprechende Farbe vernünftig anwählen können. Also das hier ist jetzt quasi die detaillierte Beschreibung und Ausführung für die Programmierer, wie dieses einzelne kleine Element funktionieren soll. Das machen wir natürlich, also klar, unseren Handover, was eben ja auch nochmal gefragt wurde mit dem Scrum und mit den Prozessen, das machen wir natürlich dann nicht alles in Figma, da werden dann Tickets in Jira für geschrieben und so weiter. Ich bin persönlich als Designer natürlich immer ein Fan davon, sowas alles im Stil einer Infografik möglichst schön aufzubereiten und auch in möglichst so viel wie möglich eigentlich in Figma zu zeigen. Ich glaube, das beantwortet auf jeden Fall schon mal viele Fragen zu der Kollaboration bei euch zwischen Design und Development. Wie sieht das bei euch beim Thema Animation zum Beispiel aus? Also ich denke mal, das, was man hier rechts sieht, zum Beispiel in den Prototypen, da wird dann wahrscheinlich viel davon definiert sein. Ist das richtig? Ja, genau. Also bei dieser Komponente oder bei diesem Projekt habe auch ich das gemacht, die Animation. Bei Figma hat man da ja schon relativ viele Möglichkeiten, das halt aufzuzeigen, wie das funktionieren soll. Und da sind unsere Programmierer auch Gott sei Dank sehr, sehr auf Zack und wissen dann schon, wie man das meint. Bei anderen komplexeren Systemen oder Features werden für Animationen aber auch halt wirklich Animation Designer an Bord geholt. Das war jetzt hier nicht nötig. Cool. Von dieser Seite würde ich jetzt, wie ihr hier links seht, bin ich so von der UX, habe ich euch jetzt nicht gezeigt, ich bin auch nicht UX-Designer, aber ja, das ist so halt generell so ein bisschen die File-Structure, du hast halt die Inhalte aus UX, dann UI, hier sind auch noch 2 alte bei, wir haben halt so ein Emoji-System, wo halt klar definiert ist, was ist. Und dann hier ganz am Ende der Dev-Handover mit dem grünen Checkmark, dass das auch fertig ist. Und hier ist jetzt halt also vom Playground, ich kann es ja nochmal kurz zeigen, also dann wurde halt aus diesem hier das, was im Endeffekt ja recht clean und aufgeräumt ist. Da habe ich jetzt nichts mehr nachträglich noch dran aufgeräumt. So geht das wirklich an die Programmierer. Wie gesagt, ich versuche das so wenig wie möglich noch mit zusätzlichen Informationen zu versehen, sondern dass es halt einfach visuell möglichst selbsterklärend ist. Weil ja hier, was ich halt eben schon mal aufgesagt hatte, wie halt einfach nur dieses mit dem Plus 7 und so weiter funktioniert, habe ich hier erwähnt. Und dann ist hier halt auch nochmal ein Link zu der anderen Seite, auf der ich gerade war. Hier ist dann halt einmal zu sehen, wie funktioniert es auf Desktop, wie funktioniert es auf Mobile, wie funktioniert das in diesen Slidern, in der Success Layer? Und dann
ganz hier am Ende ist wahrscheinlich ein relativ guter Überblick für die Zuschauer, wo man halt auch nochmal sieht, wie verhalten sich diese einzelnen Grids, die einzelnen Größengrids. Hier sieht man halt die eher, die quasi kleinstmögliche Anwendung und die vielen Informationen, Preisinformationen, die da halt auch noch mit drin stehen müssen. Beispielsweise, und bei unterschiedlichen Produkten, wie bricht dieses Grid? Wir haben ein paar Produkte, da gibt es quasi nur eine Variante. Wir müssen aber trotzdem zeigen, dass es diese Variante gibt. Da könnten theoretisch mehr sein. Diese Variante ist dann halt einfach schon vorausgewählt. Sie muss aber da, also man muss aber halt sehen, dass das eine Variante ist. Wir könnten es nicht einfach überspringen. Und ja, wie gesagt, mit dem Dropdown auch in dem Slider dazu Form, also halt auch, dass es mehrere Steps sind. Der User möchte ja eventuell auch während dieses Quick-Add-Prozesses nochmal zurückgehen. Es muss also auch jeder kleinste Button alles natürlich entsprechend vorhanden sein. Und hier sind dann nochmal, Komponenten, die speziell hervorgehoben werden müssen, dass die Programmierer Bescheid wissen. Hier halt auch, wie gesagt, wie verhalten sich diese kleinen einzelnen Tiles etc. Und damit habe ich die Dreiviertelstunde ziemlich gut vollgekriegt. Auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein super, super cooler Insight in, wie ihr bei Canyon an solchen Projekten arbeitet. Ich gehe jetzt gleich in die Q&A-Phase über und wir haben wirklich unglaublich viele Fragen. Also allein ich habe jetzt hier gerade noch 40 offene. Wir werden nicht dazu kommen, jede einzelne zu beantworten. Seht uns das bitte nach. Ich werde trotzdem versuchen, so viele wie möglich irgendwie hier mit reinzunehmen. Genau. Die erste Frage, die ich jetzt persönlich schon mal direkt habe, die auch des Öfteren schon mal vorgekommen ist im Chat und im Q&A, war mit euren Emojis hier an der Seite. Einerseits wurde gefragt, wie man das überhaupt da reinkriegt. ich weiß es nicht genau, Control, Command, Leertaste. Also ganz genau, normal. Aber es sind im Endeffekt einfach nur Emojis, die in den Namen der einzelnen Pages-Layer eingefügt sind. Ja, genau. Wenn ich das richtig verstehe, genau. Genau. Ja. Und dann, weil du auch am Anfang einmal so kurz den Schwenk gemacht hast und erwähnt hattest, dass Design Ops bei euch total wichtig ist. Wenn jetzt ein neuer Designer bei euch anfängt, der diese ganzen Emojis noch nicht kennt, wie darf der denn sich vorstellen, das kennenzulernen quasi und zu wissen, was heißt denn hier was und wie nenne ich meine Layer quasi? Ja, gut, sehr, sehr gute Frage. Den Design Ops Manager gibt es tatsächlich noch nicht mal so lange. Deswegen sind wir so glücklich, dass wir ihn jetzt endlich haben. Nein, aber also ich sage mal, die Struktur, wie ich sie, das ist halt meine Struktur. Wir haben generell auch Templates, die wir für sowas benutzen, wo halt jeder Designer kann seinen File anhand von so einem Template aufbauen. Da ist das alles drin erklärt. Das ist quasi wie eine Unterseite in unserem Designsystem. Also im Designsystem ist halt auch eine Seite drin, die das alles erklärt. Wir schreiben das jetzt aber auch nicht super streng vor. Also es sollte halt schon natürlich immer diese Dev-UI-UX-Struktur existieren. Es gibt auch noch weitere Strukturen mit Reviews. Bei manchen Projekten werden halt sehr, sehr viele Review-Runden gemacht. Da gibt es so eine Blaupause, so einen Faden, aber man kann das halt auch selber ein bisschen frei gestalten. Du willst Designer da ja auch nicht zu sehr alles vorschreiben. Ja, auf jeden Fall. Dann kam noch eine Frage, weil du gerade Designsysteme sowieso schon erwähnt hattest. Ihr habt sicherlich euer eigenes Designsystem. Wer verwaltet das bei euch? Ist das UX? Ist das UI? Ist das eine Kombination von beiden? Ist das ein extra Team? Ist auch eine schöne Frage. Ich gehe mal hier zurück. Wir haben tatsächlich, und das ist auch ein, ich bin auch froh, dass wir den haben, einer unserer Digital Product Designers firmiert auch unter dem Namen als Design System Administrator. Und das ist Jack, der irgendwann mal angefangen hat,
Wir haben halt auch nicht immer mit Figma gearbeitet, aber als wir angefangen haben, mit Figma zu arbeiten, hat der halt angefangen, alle Komponenten, alles, was wir brauchen, das halt alles in Figma aufzubauen. Und der verwaltet das auch. Klar, manchmal fällt mir auch selber auf, dass irgendwo irgendwas fehlt oder irgendein Hover-State jetzt nicht genau den richtigen Grauton hat, dann kann ich das auch selber ändern. Ich informiere ihn darüber aber auch immer, wenn ich das mache. Also ich sag mal, zu 90% liegt das schon bei ihm und sonst füttern wir da alle natürlich ein bisschen mit rein. Und ein Designsystem, ich sag mal, das ist ja auch nie fertig. Ne? Das ist ja, total. Ein Organismus, das entwickelt sich eben immer weiter. Ja, also habt ihr eher ein offenes Contribution-System quasi mit jemandem, der eine gewisse Verantwortung hat, dann das Ganze manche, leiten? Ja, manche Contributors, also manche contributen da halt mehr als andere. Manchmal, klar, greift man halt auch einfach nur so rein. Es können aber halt dann auch Programmierer natürlich sein, ne, denen sowas halt noch eher auffällt. Oder halt auch wirklich Leute, halt dann wirklich eher die Store-Manager, die plötzlich sagen so, hey, diese Komponente passt irgendwie gar nicht zu dem Rest. Und wie gesagt, da ist man halt als Designer selber schon mal ein bisschen betriebsblind. Ja, total. Bei dem Stichpunkt Programmierer, wir hatten das vorhin schon angeschnitten, ihr habt ja unter anderem auch eigene Programmierer bei euch und du hattest auch schon mal gezeigt, dass du so genaue Strukturen quasi hast, um dann ein File oder eine Komponente an einen Programmierer oder mehrere Programmierer weiterzugeben. Das ist aber auch wirklich der Hauptweg, den ihr da nutzt. Oder habt ihr sonst noch irgendwelche externen Tools, die ihr für diese Übergabe, für diese Schnittstelle weiter nutzt? Das war auch eine Frage aus dem Q&A. Ja, ich sag mal wirklich für die funktionale technische Übergabe ist es Figma. Das ist alles hier drin. Für die Übergabe ist es wirklich Figma. Für dann weitere Dokumentationen und so weiter, wie gesagt, das wird in Jira gemacht oder auch mit Confluence. Die UX-Designer arbeiten halt auch viel mit Confluence und dokumentieren halt wörtlich, verschriftlichen die einzelnen Vorgänge auch vernünftig, während, wie gesagt, für wirklich Design-Handovers, das findet in Figma statt. Ja. Dann hatten wir vorhin uns kurz unterhalten über Research, Development, UX, UI. Es kam die Frage im Chat auf, ob bei euch extra Content Design auch ins Spiel kommt, wann das ins Spiel kommt quasi, von Anfang an oder kurz vor Schluss, wie auch immer. Genau, in die Richtung. Ist jetzt wahrscheinlich schwierig nochmal nachzuhaken. Ich meine, Content Design ist halt immer ein sehr breiter Begriff. Wir haben zwei Content Designer. Wir haben auch als Freelancer manchmal Service Designer auch mit dabei, um die Frage zu beantworten, sind von vornherein, sind von sehr früh involviert, Gott sei Dank. Ich denke, das war auch sicherlich ein Learning-Prozess. Aber für mich als UI-Designer, ich sage, oder was ja auch in dem ersten Projekt, was ich gezeigt habe, eine Rolle spielt, wenn man an Translations und Textlängen und so weiter denkt, dass man da halt von vornherein die Leute am Start hat, die für Texte verantwortlich sind oder halt die Fotografen, die für die Bildinhalte verantwortlich sind und man halt wirklich weiß, wie sind Bildkompositionen und so weiter zu gestalten, damit das online auch vernünftig funktioniert. Also sind alle eigentlich von so früh wie möglich involviert. Ja, und dann mit einer relativ frühen gemeinsamen Arbeit dann und einer offenen quasi. Genau. Ich meine, klar, es gibt auch immer mal Last-Minute-Projekte, wo man ein bisschen Feuerwehr spielen muss. Ich denke, das ist halt nie zu verhindern. Aber grundsätzlich sind eigentlich alle von vornherein on board. Ja, cool. Es gab eine Frage, wie euer Designsystem in Figma aufgebaut ist und ob du das zeigen kannst. Wenn du das nicht zeigen kannst, ist das aber auch gar kein Problem. Ich wollte es bloß nicht unausgesprochen lassen.
Ich weiß nicht, ob ich es zeigen kann, deswegen würde ich es eher nicht zeigen. Das ist in Ordnung. Das ist Ich in weiß, also Ordnung. ich kann es zeigen, ich weiß nicht, ob ich es zeigen darf. Alles klar. Aber das, was du bereits gezeigt hattest in den Ausarbeitungen jetzt eurer Komponente, an dem dein Team zum Beispiel gearbeitet hast, wird sich das großartig unterscheiden von den Dingen, die ihr im Designsystem habt? Kommt drauf an. Also es können teilweise schon, aber ich meine, gut, wenn es sich halt so sehr von dem unterscheidet, was schon im Designsystem ist, dann wird es halt eine neue Komponente, ne? Dann sagt man halt, okay, also wir versuchen das sehr, sehr slim zu halten, dass man halt nicht, wie gesagt, bei dem Ultimate Launch war das ja auch schön, dass man das hingekriegt hat, wirklich nur mit existierenden Komponenten arbeiten zu können. Das geht aber halt nicht immer. Es müssen halt auch manchmal wirklich neue Dinge natürlich hinzugefügt werden. Und ja, dann, klar, dann sorgt man halt schon irgendwie dafür, dass man das, was man neu kreiert, sich trotzdem im Großen und Ganzen in das Skelett da einfügt, was bereits existiert. Ich weiß nicht, ich hatte hier ein so ein Beispiel. Also das hier, dieser Button, das ist halt jetzt nicht unserer gewöhnlicher Secondary Button, weil, also da ging es wirklich um eine Finesse, dass einfach der Grauton, den unser gewöhnlicher Secondary Button in der Outline hat, der funktionierte nicht über den Bildern auf den Product Tiles, auf denen der erscheint. Und dann ist das halt, ne, so ein kleines Ding, dass man das halt aufzeigen muss, hey, für Quick Add gibt es nochmal extra einen eigenen Button Style. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe hier noch eine ganz interessante Frage, was deine Lieblings-Plugins sind in Figma oder die meistgenutzten? Ja, das ist eine gute Frage. Liebling würde ich mal sagen, so Pitch Deck, auch wenn ich es hierfür jetzt nicht benutzt habe, weil ich es aber auch ehrlich gesagt bei Canyon nicht mehr so viel benutzte. Das meistgenutzte Plugin ist nicht unbedingt auch mein Lieblings-Plugin, das ist wahrscheinlich einfach sowas wie Lorem, also so popelige Text-Tools. Also nichts, die man halt einfach schnell, häufig, oft irgendwo reinhacken muss. Ja, das ist tatsächlich etwas, was sehr Ja. automatisch wiederkehrend kommt in diesem Prozess. Ganz passend eigentlich dazu hier noch die Frage, wie ihr Übersetzungen handhabt, ob ihr dafür auch ein Plugin benutzt oder wie das bei euch generell, also mich würde auch interessieren, wie bei euch generell das Copywriting Ja, gemanagt ist. kann ich persönlich nicht so viel zu Mhm. sagen. Ich weiß, das wird nicht nur über irgendwelche Plugins geregelt. Also was ich selber schon, also was ich selber mache, was ich auch als, was von mir als UI-Designer auch erwartet wird, dass ich, es gibt halt immer so ein, also wir machen alles in Englisch, wir sprechen generell auch, also das habe ich am Anfang nicht erwähnt, die Unternehmenssprache bei Canyon ist auch Englisch. Alles, was wir produzieren, alles wird immer in Englisch gemacht, jedes Ticket. Auch wenn ich das an einen anderen deutschen Programmierer schreibe, muss das auf Englisch geschrieben werden. So werden auch alle Inhalte, die wir designen, auf Englisch gestaltet. Es gibt aber immer so ein paar Sprachen wie zum Beispiel Deutsch oder Finnisch, wo man weiß, dass der Character Count immer durch die Decke geht. Und ja, die übersetze ich direkt im Programm. Aber na, da benutze ich kein Plugin vor, sondern da haben wir halt DeepL oder so für. Ja, wo dann halt gecheckt wird, okay, ist das auch, passt das auch auf jeden Fall auch in anderen Sprachen da rein? Halt gerade bei diesen sehr kleinen Product Tiles, ja, halt der Rahmen, der Reifendurchmesser, der Wheel Diameter und so weiter, dass das halt auch wirklich in allen Sprachen da vernünftig reinpasst. Aber ansonsten und dann die ganzen Übersetzungen und so weiter, dafür haben wir mehrere Leute angestellt. Ich weiß nicht genau, in wie viele Sprachen die Website übersetzt wird, aber unter anderem auch in Japanisch. Wow, okay.
Cool. Bevor ich jetzt in die letzten ein, zwei Fragen reingehe, noch ein kleiner Hinweis. Es wird sich gleich so ein kleines Fenster für euch öffnen. Da drin sollte eine Umfrage erscheinen, die nur eine einzige Frage hat. Und das wäre uns total lieb, wenn ihr die beantworten könntet. Die müsste sich, das müsste sich gleich aufploppen, quasi automatisch bei euch. Und genau, was mich noch brennend interessiert, wir haben es, und da ist auch schon die Umfrage. Du hast es ganz am Anfang gesagt, dass du Komplimente bekommen hast dafür, wie ordentlich du deine Taschen packst. Und jetzt im Laufe dieses In the Files haben wir natürlich viele, viele Pages von dir gesehen. Benennst du deine Layers oder hast du das jetzt nur gemacht, weil du das im In the Files hast? Nein, die wer vielleicht darauf geachtet hat, dem ist aufgefallen, dass ich in dem ersten Projekt die Layers alle abgeschlossen habe. die habe ich nämlich nicht, wie gesagt, an dem Projekt habe ich ja nicht selber gearbeitet. Da war das nämlich nicht alles so super drin benannt. Nein, ich mache das aber schon, also auf jeden Fall am Ende in dem Dev-Handover-File, im Playground auch nicht unbedingt, aber in dem muss sich außer mir selbst auch in der Regel niemand zurechtfinden. Das wird von uns aber auch erwartet. Also da, wie gesagt, dafür haben wir halt auch extra einen Design System Administrator, der ja auf sowas auch achtet. Und sonst wird es für die Programmierer halt auch nicht einfacher, wenn die halt, die müssen halt in da auch mal richtig rein, richtig tief reingehen, um Paddings und so weiter alles zu checken. Gerade bei dann noch Micro-Interactions mit den Animationen Auto-Layout, beim Smart Animate ist man ja ohnehin darauf angewiesen, dass man das alles vernünftig benannt hat. Gerade wenn es dann halt losgeht mit Feedback und dann muss man nochmal eine Änderung machen und ja, wenn du dann deine Layers nicht vernünftig benannt hast, bist du halt verloren. Danke dir auf jeden Fall dafür. Und dann habe ich noch eine ganz wichtige Frage. Wer hat bei euch den coolen Job, Fahrräder Probe zu fahren und wie kann man... Wie kommt man an diese so als Wochenend Activity vielleicht? Ja, dafür ja, da gibt es eine Menge Antworten jetzt. Also die, was ich eben gezeigt habe, die da in der Fabrikprobe gefahren werden, das sind halt wirklich einfach die die Angestellten da vor Ort, die das machen. Ihr könnt aber, wenn ihr Canyon-Fahrräder Probe fahren möchtet, gibt es an verschiedenen Standorten Showrooms. Kaufen kann man sie immer nur online. Ihr könnt in den Showroom gehen, ist dort Probe fahren, wie zum Beispiel in Koblenz. Kann man alle Fahrräder am Werk Probe fahren. Huch, jetzt höre ich dich nicht mehr. Ich glaube, du hörst mich auch nicht. Hörst du mich auch nicht mehr? Ich hoffe, alle anderen hören mich noch. Kann der Chat mal kurz... Ja, niemand hört Thomas, aber alle hören mich. Das ist jetzt unpraktisch, da wir eine Minute vor Schluss sind und gerne alle noch gehört hätten, wo wir die Fahrräder ausprobieren können. Aber vielleicht soll das einfach ein gut gehütetes Geheimnis bleiben für immer. Ist ja auch nicht schlecht. Und wenn Thomas jetzt den Ton nicht mehr zum Laufen kriegt, ich weiß nicht, bist du wieder da? Ich höre dich klicken. Sag mal was. Speak. Okay, also, dann würde ich sagen, da wir jetzt sowieso am Ende angekommen sind, ich verabschiede mich, wir verabschieden uns. Ich freue mich riesig, dass Thomas heute hier war, auch wenn er sich jetzt selbst nicht mehr verabschieden kann. Und hoffe, ihr hattet auch alle ganz viel Spaß dabei. Wie gesagt, vielen Dank an Thomas für seine tollen Einblicke in Canyon. Und hoffentlich seid ihr alle beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dann und tschüss.